Aber das ist momentan noch nicht unser Problem mit den Wahlen. Die Leute fordern Wahlen und El Presidente fordert ihre Stimme. Wählen Sie also El Presidente sonst. Überleg jetzt nur, wo wir noch einen Hafen hinbauen können. Wir könnten eigentlich noch hier oben einen hinbauen, ne? Nahrung und Rohstoffe. Fischereihafen. Ja, ich weiß, wir haben sowieso nicht genug Leute, um das Ding vollständig zu besetzen, aber das wird schon. Wie das Gelände kann nicht planiert werden. Ach so, ich sollte den vielleicht auch an Land bauen. Ja, das wäre durchaus eine Idee. Können wir da auch noch eine Straße hinzimmern. So, schaut mal. Schön durch dieses wunderhübsche Feld. Oder? Ja, machen wir das mal so. Wir können natürlich auch noch mal einmal hier am Strand lang gehen. Nein, ich möchte die Straße gern andersrum. Ach, das ist auch wirklich doof, dass ich nicht weiß, wie man das mit der Taste macht. Naja, machen wir das jetzt einfach mal so, das wird schon funktionieren. Und, haben wir schon wieder Einwanderer gekriegt? Sir, die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Ja. Das ist natürlich äußerst doof, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn die Leute kein General sein wollen. Wieso wollen die alle kein General sein? Die wollen auch kein Priester sein. Die wollen alle nicht arbeiten. Ups. Ich hasse Mülldeponien, Präsidente. Sie stinken, sind widerlich und unnatürlich. Doch etwas verabscheue ich noch mehr. Die Müllberge neben unseren Häusern. Die Umweltschützer sind sich einig. Tropico braucht eine Mülldeponie. Sie schlagen vor, den Müll an einem Ort zu sammeln, um den Rest der Insel vom Unrat freizuhalten. Ja, das hört sich sehr sinnvoll an. Medizinische Einrichtungen. Ja, da sind wir ja auch gerade dabei. Also mehr oder weniger. Aber wenn da keiner arbeiten will, was sollen wir tun, Genosse? Was sollen wir tun? Mehr als Leute anlocken können wir nicht. Na genau, da können wir jetzt nämlich auch nochmal gucken, einblenden. Menschen, Kriminalität, bla bla. Nee, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Also ich suche jetzt gerade Inselbedingungen. Verschmutzung. Oi, ja, es ist ein wenig dreckig. Ganz bisschen. Wäre eine Mülldeponie durchaus eine Variante. Mülldeponie reduziert die Verschmutzung weiträumig. Dann bauen wir den einfach mal hier so schön an den Strand. Ja. Örtlicher Müll reduziert die Verschmutzung weiträumig. Ja, machen wir einfach mal. Wo sind die guten alten Tage hin, wo wir den Müll ins Meer oder auf die Straßen kippten? Heute zwingen sie Umweltschützer alle, den Müll auf einer großen Deponie zu entsorgen. So ein Müll. Die Mülldeponie verringert die Verschmutzung in der Umgebung. Gute Neuigkeiten, Sir. Die Rebellen fürchten die Macht unserer Armee. Das ist schön, du hast mich aber unterbrochen. Mitten auf der Mülldeponie wird die Verschmutzung jedoch sehr hoch sein. Ja, das wird schon alles passen. Ja, genau, jetzt haben wir auch wieder einen General. Daran liegt das vermutlich. 23 neue Einwanderer sind wir jetzt. Haben wir jetzt wenigstens mal Arbeitslose. Jetzt haben wir 28 Arbeitslose, alles klar. So, dann machen wir jetzt wieder qualifizierte. Anlässlich der Eröffnung der Akademie der Wissenschaft wurde ein Betrug aufgedeckt. Es stellte sich heraus, dass tropikanische Wissenschaftler 20 Jahre lang immer wieder das gleiche Dokument ausgedruckt haben. Fräulein Ananas, Ihr Kommentar? Das ist kein Dokument. Das ist einer meiner Viertklässler-Aufsätze. Was ich mich nur gerade frage, wie alt ist die Anna denn dann, wenn die so viele Jahrzehnte... Na gut, da denken wir jetzt nicht drüber nach. Auf jeden Fall, wenn sie weiterhin noch so jung aussieht, hat sie eindeutig wissenschaftliche Erkenntnisse, von denen viele andere Leute nichts wissen. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt unsere Wissenschaftsakademie und jetzt kommt natürlich gleich der Folgeauftrag, nämlich graue Masse ist wichtig. Gut, jetzt fehlen nur noch die Professoren. Ich bin gern von intelligenten, fantasievollen Männern umgeben, mindestens vier. Sobald ich mit ihnen fertig bin, stelle ich innerhalb von einer Stunde den Rettungsplan auf. Gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal vier Leute finden, damit Anna ihren Spaß hat und danach sorgt sie dafür, dass die Leute aus der immer noch verschütteten Mine geborgen werden. Die haben wir zwar mittlerweile wieder aufgebaut, aber hey. Die ist bestimmt irgendwo. So, wie sieht's jetzt aus? Habt ihr irgendwie mal einen Job gefunden? 24 Arbeitslose. Ja, die müssen wir jetzt erstmal alle unterbringen. Das Parkhaus ist überlastet. Okay. Gute Nachrichten, Präsidente. Unsere Wissenschaftler haben den Bohrer repariert und verbessert. Sie sind zwar sehr erschöpft, garantieren uns aber, dass der Bohrer jetzt korrekt funktioniert. Ich würde Ihnen dennoch dazu raten, die Rettungsaktion noch etwas aufzuschieben. Die Minenarbeiter sind sicher und gut versorgt. Sie leben von Pilzen und ähnlichen Köstlichkeiten und ich bin zuversichtlich, dass wir jede Menge Hilfsmittel aus dem Ausland bekommen werden, während sie dort unten sind.
Wir haben eigentlich genug Geld, ne? Und Anna hat sich so ins Zeug gelegt. Wir machen jetzt mal hier vor. Gratuliere! Sie haben die Minenarbeiterkrise gut gelöst, Partner. Ich bin sehr zufrieden, dass Sie die Situation schnell und effektiv gelöst haben und die verschütteten Bergarbeiter wieder zur Arbeit gehen können, ohne dass Ihr oder mein Ruf Schaden genommen hat. Gute PR steht für gutes Geschäft und das bedeutet bessere Preise für uns beide. Das ist immer gut. Haben wir jetzt mittlerweile hier... Ja, da arbeitet mittlerweile sogar einer. Der schaufelt jetzt nach und nach Geld aus unserem Vermögen, also aus diesem Budgetvermögen hier, auf unser Schweizer Bankkonto. Den Minenarbeitern geht es gut, obwohl sie etwas bleich nach all dieser Zeit unter Tage sind. Das beweist, wer El Presidente überlebt, kann alles überleben. Das hört sich jetzt negativer an, als du das sagen solltest, Penultimo. Zu Ehren dieser Aktion wird unsere Insel diesen Tag als neuen nationalen Feiertag betrachten. Hey, dann wissen wir jetzt endlich, warum wir den feiern. Naja, gut, dann geht der Preis schon mal an uns. Aber sie haben keine Zeit zu feiern. Sie müssen Geld verdienen und ihre großen Pläne in die Tat umsetzen. Gut, das ist scheinbar die... Oh, das ist übrigens der Autospeicherbildschirm. Hier sie, glaube ich, Finalaufgabe, dass wir Geld mit Eisenerzexporten verdienen sollen. Sie wollen die Wahlen. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja, man sieht, die Stimmen liegen momentan nicht unbedingt auf unserer Seite. Wir sollten die Leute, nein, unser Volk liebt mich. Wir wollen keine Wahlen. Ist mir jetzt zu anstrengend. Ich habe keine Lust, eine Rede zu machen und so weiter und so fort. Und ja, hey, machen wir die jetzt einfach ein bisschen zufriedener und dann wird das schon. Theoretische Forschung. Was machen die denn da? Diese Art der Forschung ist die beste kostengünstig. Man gibt faulen, nichtsnutzigen Professoren ein Stück Kreide und eine Tafel und sie haben ihren Spaß. Oh Gott, das hört sich ja an. In diesem Arbeitsmodus werden für das Gebäude normale Unterhaltskosten fertig. Bildungsstandards. Wenn Sie die Anzeige auf niedrig... Moment, ich mache jetzt hier mal ein bisschen langsamer. Wenn Sie die Anzeige auf niedrig stellen, kann jeder graduieren. Die Unterhaltskosten für das Gebäude müssen wir dann aber verdoppeln, um eine Forschungsstudie über Idiotie finanzieren zu können. Dumme Menschen können graduieren, doch die Kosten verdoppeln sich. Nee, das wollen wir nicht. Unsere Wissenschaftler können Experten werden, wenn es darum geht, Geld zu kassieren. Die Kosten für Baupläne verringern sich stufenweise bis zu 50%. Das ist interessant. Das machen wir auch einfach mal. Und ich drücke immer die falsche Taste. Also man sperrt die mit Rechtsklick und ich drücke halt immer mit links drauf, weil ich möchte gerne, dass sie hier in die Militärbasis gehen. Wir brauchen Generäle. Und wir haben jetzt eine Mülldeponie. Yay, was haben wir denn hier? Was können wir denn hier ausbauen? Die Mülldeponie erzeugt weniger Verschmutzung. Machen wir mal. Und wir brauchen ein neues Parkhaus. Das wurde uns ja schon gesagt. Wir brauchen ein neues Parkhaus. Und das müssen wir jetzt irgendwie in die Nähe davon kriegen. Das heißt, wir bauen das mal hier. Und das ist ja so halbwegs nah irgendwie, ne? Und dann brauchen wir garantiert auch noch eine neue Kirche. Ne, wir haben auch gar nicht genug Priester. Gesundheitswesen brauchen wir. Wir machen jetzt auch mal Wirtschaft und Wohlstand noch eine Klinik. Und zwar bauen wir die hier drüben hin. Oh, wieso ist denn jetzt so dunkel? Präsidente, ein Wirbelsturm rast auf uns zu. Wir sollten in die Katakomben fliehen. Wir haben Katakomben? Wo? Auf jeden Fall haben wir jetzt den Wirbelsturm Magdalena. Haben wir erfahren, dass Tropico in den jährlichen Wirtschaftscharts als obszön reich geführt wird. Ja, also das... Ui, das ist aber... Also Magdalena legt sich offenbar wirklich richtig ins Zeug. Eieieiei, ich hoffe, da wird es überleben alle Gebäude. Also unser Präsidentenpalast selbstverständlich, aber was mit dem Rest ist? Der Wirbelsturm ist vorbei, Präsidente. Wir sollten den Schaden abschätzen. Okay, 5 Leute sind gestorben und eine Farm wurde zerstört. Naja, das ist okay. Wo ist denn die zerstörte Farm? Da oben. Das war eine unserer Maisfarmen. Neu bauen. Sehr gut. Und ja gut, die Zufriedenheit ist echt nicht ganz so prima irgendwie. Können wir noch ein bisschen gucken, dass wir da was dran machen. Was könnten wir denn noch bauen? Könnten wir nach den Zufriedenheiten gucken, genau. Ist nur die Frage, wo guckt man das? Bevölkerung. Zufriedenheit bei 41%. Ah, hier können wir jetzt sogar gucken, wie es aussieht. Gut, sie wollen Wohnen, Religion... Umwelt und Freiheit.
Freiheit können wir auch relativ gut über einen Erlass machen. Den können wir uns dann hier auch gleich mal anschauen. Der ist bei Innerem, glaube ich. Nein. Verteidigung. Nein. Allgemein. Auch nicht bei Bildung. Nämlich das Sensibilitätstraining. Sensibilitätstraining 101. Schlagen Sie Bürger nie dort, wo es sichtbare Spuren geben kann. Nehmen wir Polizisten und Soldaten wichtige Lektionen wie diese lehren, verringern wir den negativen Effekt auf die Freiheit. Dieser Erlass fordert jährliche Unterhaltskosten von $50 pro Soldat, Polizist und General. Der Erlass kann jederzeit widerrufen werden. Das machen wir auch mal, weil die Soldaten und Polizisten haben einen negativen Effekt auf die Freiheit. Und wenn man die jetzt ein bisschen sensibler gestaltet, dann fühlen sich die Bewohner nicht ganz so bedroht, ne? Achso, und Geheimpolizei wollten wir ja auch noch machen. Das war jetzt bei Innerem, ne? Geheimpolizei. Politische Ermittler, Provokateure, Attentäter. Die Geheimpolizei scheut vor nichts zurück, existiert aber offiziell nicht. Sie bekämpft subversive Aktivitäten, ausländische Agenten und Rebellen und erlaubt spezielle Maßnahmen. Sogar Stürme, aber ein Wirbelsturm ist zu viel des Guten. Wenn ich daran denke, dass der Himmel heute Morgen... Errichten Sie das Hauptquartier in einem bereits existierenden Gebäude, die ursprüngliche Funktion wird aufgegeben. Wie es so heißt. So, dann haben wir hier nämlich die Unterhaltungsgebäude zur Auswahl. Da machen wir hier nämlich ein Hauptquartier draus. Und da sieht man auch, da arbeiten dann auch Frauen, wie in der normalen Bar auch, aber sie brauchen eine Hochschulausbildung. Ne? Hier sind sie ungebildet, hier brauchen sie eine Hochschulausbildung und es arbeitet auch eine mehr da. Haben wir jetzt hier? US-Geldanforderung. Nee, wir verschenken nichts. Wir haben nichts zu verschenken. Haben wir jetzt eigentlich immer noch so viele Arbeitslose? Listen. Wir haben relativ viele arbeitslose Frauen. Wohnqualität. Ja, das können wir relativ gut noch machen. Unterhaltung sind sie aber, glaube ich, ganz zufrieden. Ne? Ja, 48%. Da sind sie relativ zufrieden. Dann machen wir jetzt hier noch mal ein bisschen... ja, wir wollen noch ein Apartmentgebäude bauen. Das bauen wir jetzt einfach mal schön hier so in die Mitte. Hier so hin. Und brauchen wir noch ein Apartmentgebäude? Ja, warum nicht? Na, machen wir hier mal noch ein Apartmentgebäude. So. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Mietshäuser. Hier oben können wir aber auch noch ein Apartmentgebäude bauen für den Arzt und so weiter und so fort. Ich glaube, die meisten hier oben haben auch eine Wohnung. Dann machen wir hier oben nochmal ein Apartmentgebäude mit Blick auf den Strand. Ist ja auch ganz schön. Also man hat zwar irgendwie nicht so sonderlich viel zu sehen, wenn man jetzt hier so rausguckt, außer Sand und Krebse, ne? Das sind Krebse. Oh, das sind Schildkröten. Guckt mal. Das sind Schildkröten. Ups. Ach, sind die knuffig. Oh, ganz viele Schildkröten. Oh, das sind aber wirklich viele Schildkröten. Uiuiui. Die badet sogar ein bisschen. Ach, wie schön. Dann kann man Schildkröten beobachten. Ist die Aussicht doch ganz interessant. Können wir jetzt eigentlich schon Wachposten bauen? Haben wir immer noch nur einen General. Ein Bürger wurde zu einem Kriminellen. Ach je, wie sieht denn hier aus? Ja, das sieht ganz gut aus. Hier oben ist nach wie vor fast gar keine Kriminalität. Ich möchte das Gerücht ansprechen, dass es eine sogenannte Geheimpolizei in der Ananasstraße 4 gibt. Leute, wisst ihr eigentlich, wie hoch die Miete dort ist? Ja, also wir zahlen ja keine hohen Mieten, damit wir da Leute irgendwie... Nee, also Leute bespitzeln, dafür viel Geld bezahlen, das geht ja mal gar nicht. Das Gebäude wird irgendwie, glaube ich, nicht voll, ne? Könnte eventuell sein. Aber das, ach, das, doch, doch, das dauert einfach nur ein bisschen, alles klar. Gut, dann werden hoffentlich hier wieder auch ein paar Leute frei. 6 neue Einwanderer und das ist auch okay. Und jetzt haben wir hier keinen mehr in der Oberschule. Menu, wieso wollen die denn hier mal alle nicht arbeiten? Das ist ja hier oben, aber das produziert nach wie vor nichts. Wieso nicht? Das verstehe ich echt nicht, wieso die nichts produzieren. Ist ja alles da. Eigentlich. Uneigentlich aber wohl nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch in der Nähe davon gebaut. Gebäude aus einem anderen Grund die Produktion eingestellt hat. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das hier nichts produziert. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Falls das jemand von euch weiß, bitte Bescheid sagen. Das ist jetzt auch schon voll. Warte mal, das ist ein Banker. Wieso wohnt der hier oben, aber arbeitet da unten? Ja, das Gebäude wohl auch voll ist. Was sagt denn jetzt hier eigentlich hier die,
Die Zufriedenheit mit der Wohnqualität. Ja, sie ist bei 32. Wir können jetzt auch nochmal eine Kathedrale bauen, ne? Wir haben so viel Kohle. Dann bauen wir jetzt auch nochmal eine richtig schön pompöse Kathedrale hin. Genau neben die Wissenschaftsgebäude. Die werden sich garantiert gut vertragen können. Ich sehe es schon kommen. Die einen schreien aus dem Fenster wüste Beschimpfungen. Die andere werfen mit Büchern aus dem anderen Fenster. Ja, das wird garantiert toll. Ist auch voll bewohnt, ne? Jo. Können wir denn noch ein bisschen was steigern hier? Weil das ist auch ganz gut besucht, oder? Yep, das ist auch ziemlich gut besucht. Ja, für eine Klinik müssten wir halt Strom haben. Ich überlege, sollen wir mal Strom bauen? Weil wir haben die Mission fast fertig. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Ja, dann könnte man schon mal hier zeigen, wie das mit dem Strom funktioniert. Aber ich glaube echt nicht, dass sich das noch lohnt. Aber wir bauen jetzt unsere erste Kathedrale. Die haben wir ja letztes Mal auch nicht gebaut. Was? Die Rebellen starten einen Angriff. Zu den Waffen! Okay, gut. Meine treuen Soldaten, die hoffentlich hier irgendwo sind, verteidigt mich. Wo bin ich denn? Der ist langweilig. Unterhalte mich. Ja, der ist langweilig. Wir haben hier gerade einen Rebellenangriff. Also ich glaube nicht, dass das allzu langweilig ist. Oh, wow. Armee 6, Rebellen 7. Die Rebellen sind in der Überzahl. Das ist nicht gut. Die sind alle friedlich und schwanger. Okay, ich hoffe, das haut irgendwie hin. Das hier sind übrigens Rebellen, ne? Also, ups. Sie ist ein Rebell. Masama, ja genau. Wie alt bist du denn? 35, eine 35-jährige Rebellin. Haben wir denn noch ein paar Rebellen? Die sind hier oben irgendwo noch. Das ist unser Soldat. Also man kann an den Fähnchen relativ gut unterscheiden, wer ist. Hier haben wir noch einen Rebell. Der rennt aber ganz schön schnell weg. Die rennen alle ganz schön schnell weg. Oder wollen die hier oben angreifen? Greift nicht dort oben an, das sind Zivilisten. Tut den Zivilisten gefälligst nichts. Wo sind sie? Da sieht man sie hinten noch durchs Gebüsch. Sehr schön. Ja, man muss bei den Rebellen auch immer etwas vorsichtig sein. Das kann auch durchaus mal tödlich für Präsidenten enden. Und ich glaube, wir haben noch keinen Klon fertig. Nein, wir haben noch keinen Klon fertig. Leider. Aber mal abwarten, wie das läuft. Manchmal verlieren sich die auch einfach im Sand. Nein, wir wollen keinen Verbrecher exekutieren. Zumindest werfen die Minen auf der Isla de Hierro jede Menge Profit ab. Doch ich gebe zu, es gab wackelige Momente, wo ich dachte, wir würden es nicht schaffen. Aber jetzt geht es voran. Mit den Geldern aus der Mine können wir die nächsten Schritte meines Plans realisieren. Ja, damit sind wir mit der Mission auch schon fertig. Das ging jetzt doch noch relativ schnell. Und vor allen Dingen waren wir sehr, sehr reich. Also wenn es einmal läuft, dann läuft es im Normalfall auch. Also gut, jetzt am Anfang kann man viel tönen. Das wird garantiert auch noch irgendwie mal scheitern. Auf jeden Fall haben wir die jetzt hier auch fertig. Haben sehr viel Kohle auf unserem Schweizer Bankkonto. Also wir haben jetzt schon über eine halbe Million Dollar zur Seite geschafft. Das sind Punkte, ne? Ja, glaub schon. Unsere Bürger geben uns minus 60 Punkte. Okay. Naja, ich verstehe das mit den Punkten nicht. Habe ich mich aber auch noch nie mit befasst. Auf jeden Fall haben wir auch noch wunderschöne Pressemitteilungen. Warnung vor seismischen Aktivitäten auf der Isla de Hierro. Sagt das Today Magazine. Und Keith Preston von der Frutas Company ist der reichste Mann auf Erden. Ja, den, ganz ehrlich, den holen wir uns noch ein hier mit unserem Schweizer Bankkonto. Müssen nur relativ zügig eine Bank und Minister kriegen. Dann machen wir das aber, ne? Dann werden wir, na gut, wir werden die reichste Frau. Oder wir werden einfach pauschal der reichste Mensch. Dann haben wir einfach alles abgedeckt. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal bei der nächsten Mission wieder. Mal gucken, was wir dann machen müssen. Vielleicht sind ja diesmal die Touristen dran. Weil, ja, diesmal war es halt mehr so der Erdsektor, es fehlt ja noch Agrar. Ja, Agrar, Tourismus und Industrie. Die drei Sektoren haben wir noch. Ich vermute, da gibt es für jeden noch so eine Art Einführungsmission. Nee, das jetzt hier halt für die Minen war. Mal abwarten. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.